is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Lohn und Strafe. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Der Heiland beschreibt uns die Szene des Endgerichts, wo denen zu seiner Rechten der Lohn gegeben und denen zu seiner Linken das Verdammungsurteil zuteil wird. Die Gerechten werden so dargestellt, als fragten sie sich erstaunt, was sie denn getan hätten, wofür sie jetzt so großzügig belohnt werden sollen. Sie hatten ständig Christus in ihrem Herzen gehabt. Sie waren mit seinem Geist erfüllt, ohne bewusste Anstrengung ihrerseits. Sie hatten Christus in der Person seiner Heiligen gedient. Dadurch hatten sie die sichere Belohnung bekommen. Aber sie hatten den Lohn, den sie erhalten sollten, nicht vor Augen gehabt. Keine Erwartungshaltung prägte ihre Beweggründe zum Dienst. Was sie taten, geschah aus Liebe zu Christus und ihren Mitmenschen. Christus identifiziert sich mit der leidenden Menschheit und rechnet alle Taten, die aus Mitgefühl, Barmherzigkeit und Liebe an Menschen geschehen, so an, als hätte man sie ihm getan. In einem gewissen Sinne sollten wir alle auf die Belohnung schauen. Doch während wir den verheißenen Segen schätzen, dürfen wir doch Christus voll vertrauen und glauben, dass er es recht machen wird und uns den Lohn gibt, der uns nach unseren Werken zusteht. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Doch Jesus möchte nicht, dass wir so ängstlich über Belohnungen nachdenken, sondern den Willen Gottes tun, weil es recht ist, ohne Berechnung und Gewinnstreben. Die größte Belohnung werden die bekommen, die in ihrer Tätigkeit Eifer, freundliches und herzliches Mitgefühl für die Armen, die Weisen, die Unterdrückten und Angefochtenen gemischt haben. In unserer Umgebung gibt es Menschen, die demütig und bescheiden sind, den Geist Christi haben und viele Kleinigkeiten tun, um den Mitmenschen zu helfen und sich dabei gar nichts denken. Sie werden am Ende erstaunt herausfinden, dass Christus das freundliche Wort zum Ermutigen bemerkt und auch die kleinste Gabe notiert hat, mit denen Armut gelindert wurde und die dem Geber einen Verzicht abfordert. Der Herr misst die Gesinnung und belohnt dementsprechend. Die reine, demütige, kindliche Gesinnung der Liebe macht ein Opfer in seinen Augen wertvoll. The Lord.